Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hartz IV for Future. Ich wollte heute kurz ein Projekt vorstellen, von dem viele von euch hoffentlich schon gehört haben. Und zwar geht es um das Projekt Sanktionsfrei. Sanktionsfrei machen laut eigenen Angaben aus Hartz IV eine echte Grundsicherung, indem sie Sanktionen einfach ausgleichen. Außerdem arbeiten sie mit Kampagnen an ihrer Vision für eine Grundsicherung, die menschenwürdig ist. Und das tun sie wirklich. Sie gleichen Sanktionen mit einem aus Spenden finanzierten Solidartopf aus. Sie stellen über eine Online-Plattform Kontakt zu Anwälten und Anwältinnen her und helfen beim Widerspruch gegen die Sanktionen. Sie machen Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit, um gesellschaftliches Bewusstsein für die Thematik zu schaffen und politische Veränderungen zu erreichen. Das heißt, falls ihr es noch nicht getan habt, checkt auf jeden Fall mal die Seite von Sanktionsfrei, sanktionsfrei.de aus und guckt euch auch Interviews mit der Gründerin Helena Kilian-Steinhaus an. Die hat viel zu sagen und ist einfach nur Hammer. Angeregt zu diesem Video hat mich Carla Dietz. Vielen Dank, Carla. Carla ist nämlich begeistert von Sanktionsfrei und hat berichtet, dass dort auch immer mal wieder Boni verteilt werden. Sie und ihre Freundin haben diesen Monat für ihre Kleine einfach so für nichts 150 Euro Einschulungsbonus bekommen. Ich selbst habe auch sehr gute Erfahrungen mit Sanktionsfrei gemacht. Ich hatte die damals bei meinem ersten Widerspruch über die Online-Plattform kontaktiert, habe einen Termin mit einem der Anwälte bekommen und mir wurde angeboten, dass meine Sanktionen ausgeglichen werden könnten. Das heißt, ich würde Sanktionsfrei auf jeden Fall weiterempfehlen. Das heißt, mein Tipp, schaut euch auf jeden Fall die Seite von Sanktionsfrei an, falls ihr es noch nicht getan habt und informiert euch. Und falls ihr ein bisschen flüssig seid, unterstützt auf jeden Fall das Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf, bis bald und tschüss.